So, es ist 8.45 Uhr am dritten Tag und ja, heute entsprechend die dritte Etappe von Camaldoli nach Biforco. Hier hinter mir nochmal das Kloster und ja, kurzes Fazit zu der Unterkunft. Man sieht jetzt hier im Hintergrund nochmal, da ist das Hotel Albergo, wo ich heute Nacht war, relativ spartanisch. Preis-Leistungs-Verhältnis, sage ich mal, nicht so gut wie bisher, aber Frühstück war heute Morgen wieder gut. Nochmal ordentlich in einer netten Runde zusammengesessen und jetzt geht's los auf die nächsten 18 Kilometer und ich berichte wieder von unterwegs. Bis dann, ciao. Ja, gleich hinterm Kloster sagt mein Wanderführer, sollte ich hoch und off-grid Abschnitt nehmen und da war unten an der Straße schon genau dieser Wanderweg 72 als gesperrt gekennzeichnet. Hier ist ja, so ein Berghang ein bisschen abgerutscht. Man sieht noch das Kloster da vorne. Ich bin jetzt trotzdem hier, also da gab es trotzdem schon einen Trampelfahrt noch weiter hoch. Ich gehe jetzt hier einfach mal weiter und hoffe, dass nicht irgendwo zwischendrin noch mehr Weg fehlt. Weil ansonsten habe ich dann später ein Problem, aber jetzt schaut es wieder ganz gut aus. Und mal schauen, was der Tag heute so bringt. Running around in the cold dark night, stumbling in this bar. I saw you sitting, avoiding the light, watching the others laughing. Somehow in despair, it seems like you're suffering and no one's taking care. So, die erste Stunde habe ich hinter mir, 3 Kilometer ging es jetzt circa bergauf, das war irgendwie nicht ganz eine Stunde, dreiviertel Stunde sowas in der Richtung, bis hier oben, hinter mir sieht man es jetzt nicht mehr, aber auf den Fotos noch eine kleine Hütte und ja, jetzt geht es erstmal leicht bergab, beziehungsweise auf gleicher Höhe, hier immer durch den Wald. Ist noch recht frisch, die Sonne steht noch tief, sehr schattig. Wir sind hier immerhin auf gut 1000 Meter, 1200 Meter ungefähr. Und da brauche ich jetzt keinen Sonnenschutz, habe auch noch die Jacke an. Und ja, das nächste Ziel ist ein kleines Städtchen. Ich habe schon wieder den Namen vergessen, aber ich werde es euch dann noch mal berichten, wenn ich dann da angekommen bin. Ansonsten, ja, bin ich fit, habe auch gut geschlafen, bin gestärkt und
Füßen und Beinen geht's gut. Von daher kann der Tag eigentlich nur schön werden. In dem Sinne, ciao, bis später. Ich melde mich mittags nochmal. So, ich bin gut 2 Stunden unterwegs, ungefähr 7 Kilometer, und bin jetzt hier oben, ich glaube fast auf dem höchsten Punkt der heutigen Tour angekommen. Traumhafter Blick, man sieht es vielleicht ein bisschen hier hinter mir oder auch hier, obwohl da ist natürlich gegen die Sonne. Aber ja, ich habe die Gelegenheit hier oben jetzt genutzt und habe meine Jacke ausgezogen und ein bisschen was getrunken, wobei ich das ja auch immer unterwegs schon mache. Ansonsten stärke ich mich ein bisschen und dann geht's gleich weiter. Ich genieße nur gerade schon noch ein bisschen hier, um mal ein bisschen die Sonne auf die Haut scheinen zu lassen, und dann geht's aber gleich auch ein paar Minuten weiter. Ciao. So, es ist kurz nach 12 und hinter mir liegt dieser Ort Badia Bradaglia oder Gia und Bradaglia, keine Ahnung, wie man G und ein L im italienischen nacheinander ausspricht. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier gut angekommen. Ist ja nicht wirklich ein Bergdorf, sondern liegt so nicht ganz im Tal, aber auch nicht oben auf dem Berg, sondern schön da in so einen Hang rein gebaut. Und die Sonne scheint, deswegen mache ich hier jetzt kurz Pause. Ist ungefähr die Hälfte von der heutigen Etappe. Das heißt, ja, ich kann mal schauen. Genau, ich habe zurückgelegt 9,33 Kilometer und es bleiben noch 8,8. Das heißt ungefähr Halbzeit. Das nächste Stück wird jetzt wieder ein bisschen erstmal bergauf gehen. Ja, und der Endspurt geht dann wieder ein bisschen bergab Richtung Biforco. Und ich werde jetzt hier erstmal kurz nochmal eine kleine Rast machen, Apfel essen und ein bisschen die Sonne genießen, bevor es gleich wieder da hinten in den Wald geht. Sowieso
Ihr habt es auf den Bildern wahrscheinlich gesehen. Rundrum überall hier wirklich viel, viel Wald einfach. Herrlich zum Wandern. Schöner Ausblick immer. Und ja, mal sehen, was auf der zweiten Hälfte noch alles dabei ist. Bis dahin, ciao. So, und wie jeden Tag möchte ich euch heute auch noch mal natürlich was aus meiner Ausrüstung vorstellen. Und weil das sich natürlich heute anbietet, meine Socken habe ich gestern gewaschen, die sind jetzt über Nacht nicht trocken geworden. Deswegen habe ich sie mir hier herangeschnallt und ja, ein bisschen ganz, ganz wenig Klamm sind sie noch, aber ich gehe mal davon aus, nach der Mittagspause hier sind sie dann trocken. Das sind auf jeden Fall meine Merino-Socken und das ist das Hirschteig. Der Hirschteigstift, den ich genutzt habe, und beides entweder in Kombination oder einzeln haben mir bis jetzt wirklich hier sehr, sehr geholfen, weil ich habe mir definitiv noch keine Blase gelaufen und meinen Füßen geht es wirklich sehr, sehr gut. Hirschteigstift nutze ich auch abends nach dem Duschen, schmiere ich meine Füße einfach ein bisschen mit ein und natürlich morgens, bevor ich wieder in die Socken steige. Und hier die Socken, die haben so ein bisschen mehr Polsterung an der Ferse und sind entsprechend auch top. Ich kann nichts sagen, das war meine größte Befürchtung vor dieser Tour, dass ich mir hier Blasen laufe gleich am ersten Tag. Bis jetzt toi toi toi, nichts dergleichen. Aber ja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber bis jetzt, sage ich mal, hat sich diese Anschaffung bewährt. Ich verlinke mal unten wieder in der Beschreibung auch die beiden Sachen hier, die Socken und den Hirschteigstift. Also, bis dahin, viel Spaß, ciao. So, nach meiner kurzen Mittagsrast hatte ich dann noch mal so eine halbe, dreiviertel Stunde den zweiten Anstieg des Tages und jetzt bin ich quasi schon auf dem Endspurt. Ich weiß gar nicht, die letzten 4, 5, 6 Kilometer bis nach Bifurco geht es jetzt, glaube ich, mehr oder weniger nur noch stetig leicht bergab. Und ja, ich bin immer noch im Wald,
aber teilweise hat man durch die Bäume einen schönen Ausblick auf das Tal. Auf der anderen Seite sieht man jetzt hier nicht, weil da die Sonne herkommt, aber vielleicht da. Und ja, ansonsten geht es mir gut. Ist jetzt hier ein schöner Weg, den man hier schön und leicht wandern kann. Alles bestens. Und ich melde mich dann wieder am Ziel der heutigen Etappe aus Bifoco. Ciao. So, ich bin schon in Bifoco angekommen, habe mich schon ein bisschen eingerichtet im Zimmer, schon geduscht. Das ist hier wirklich nur so ein 40-Seelen-Dörfchen irgendwo in der Pampa. Und ja, ganz altes Haus, wo ich da mein Airbnb-Zimmer habe. Ganz toll, ich werde da nochmal Fotos gleich dranhängen. Also wirklich ganz, ganz super, bin hier gerade mal die einzige Straße ein bisschen lang gelaufen. Da gibt es genau eine Bar, wo sich da die alten Leute zum Kartenspielen treffen. Und ja, ansonsten war es ein mäßig anstrengender Tag, aber eine wunderschöne Landschaft. Und morgen geht es dann weiter auf die lange Etappe. Und ja, ich bin jetzt ein bisschen am Planen mit den nächsten Etappen, dass ich auch wirklich in Assisi am Freitag ankomme und dann halt die Rückreise nach München entsprechend entspannt angehen kann. Gut, so viel erstmal zu mir. Wie gesagt, später gibt es dann noch ein paar Eindrücke aus dem Zimmer, wo ich untergebracht bin, und ja, mal sehen. Im Moment genieße ich hier ein bisschen die Sonne und mal sehen, heute Abend bestimmt noch ein bisschen Mangiare und dann morgen früh werde ich schon relativ früh mir einen Wecker stellen, um dann sehr, sehr zeitig loszukommen, weil ich da zwei Etappen auf einmal machen will. Also bis dahin, ciao. Running around on the cold dark night, stumbling in this bar. I saw you sitting, avoiding the light. Watching the others laughing, somehow in despair. It seems like you're suffering and no one's taking care.
to see. Get connection, longing to be apart, failing as usual, pain in your heart, surrendering once more to yourself, knowing this feeling so well, another day over, nothing has changed. To see. Cheers.